Ja, ist die Frage, wie gehen wir jetzt vor? Jetzt haben wir natürlich die freie Wahl. Aber ich würde fast sagen, ja, wobei da hinten ist das Waffenlager. Pardon. Irgendwo hier hinten ist das, da ist das Waffenlager. Ich glaube, da gehen wir mal zuerst hin. Raus in die Wüste. Okay. Ich glaube, von dieser Düne aus macht das richtig Sinn. Dessen tue ich es natürlich nicht, aber wir schauen mal. Hey, halt dran. Okay, es ist jetzt nicht so stark bewacht. Also für so eine Waffenkammer hätte ich ein bisschen mehr erhofft. Okay, das ist... Das ist machbar. Wir lassen gleich den Gaul hier oben stehen und dann, so, ich glaube, den Gaul lassen wir hier stehen. Bleibt mal schön hier, mein Pferd. So, die suchen natürlich, die wissen nicht, wo wir sind, glaube ich. Ich sollte ein bisschen aufpassen hier. Los! Wir gehen mal hier rum und verwirren sie ein bisschen. Da ist der Kommandeur. Ja, wir müssen gucken. Wir müssen die natürlich im Auge behalten. Und wir müssen gucken. Los hier, Gaul. Ich würde den ungern verlieren. Das Doofe ist natürlich schon, die wissen, dass wir da sind. Der Kommandeur. Der ist ja mutig. Ich glaube, ich muss da Nahkampf, das bringt nichts. So, ich glaube, wir müssen da noch mal rum. So,
So, ich glaube, die sehen uns von hier gar nicht. Okay. Also es wird nicht einfacher. Okay, okay, der ist stärker bewacht als gedacht, der Stützpunkt. Ich weiß gar nicht, wo mein Pferd ist. Pferdchen, hottehü. Ja, das Pferd ist leider wohl weggelaufen. Ja, das Pferd ist definitiv weg. Ja, wir müssen die natürlich jetzt nach und nach mal ausschalten. Okay, da sind noch eine ganze Menge Leute, die wir taggen müssen. Das gibt's ja gar nicht. Zielen ja ganz genau an. Ja, der hat einen Mörser mit. Woher wissen die so genau, wo wir jetzt noch sind? Ei, 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 ei. Ich verstehe den nicht. So, sie kommen auf jeden Fall nicht. Die intelligenteste KI ist es nicht. So, wir müssen de facto hier rein und aufräumen.
Okay, hier sind gepanzerte Fahrzeuge. Ich hätte mal das Fernglas benutzen sollen. Das wurde mir hier eigentlich auch gesagt. So, wir gehen mal ein bisschen weiter weg. Dann kommt gleich wieder Ruhe rein. Damit kann ich taggen. Die Frage ist, wo ist sonst noch wer? Ja, wir schleichen mal außen rum. Das ist, ist halt jetzt leider so. Die Waffe an sich, die wir gerade haben, ist echt cool. Ach, in dem Wagen. Okay, gegen den haben wir keine Chance. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter weg, hoffen für ein bisschen Ruhe zu sorgen hier. Ein kleiner Sandwirbel. De facto müssen wir den Kommandeur ja noch kriegen. Ja, wir sind einfach nicht weit genug weg. Ich glaube, da ist unser Pferd. Ich habe unser Pferd wieder gefunden. Den haben wir. Ja, das Problem ist, die Munition, sie geht wirklich aus. Wir müssen hier natürlich aufpassen. Nach wie vor sind die in Wagen nicht friedlich gesinnt. So, und jetzt gucken wir mal. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. Okay. Punkt Nummer 1 haben wir geschafft. Wir können hier übrigens nochmal Munition und... Oh Gott, das arme Pferd. Holen. Es ist ja letztendlich eine Waffenkammer. Ich will gar nicht wissen, was das für eine krasse Waffe ist. Ja, ich würde jetzt die erstmal bevorzugen. Wir können immer wieder kommen. Ja, unser Gaul ist irgendwo da oben. Aber ganz ehrlich, den müssen wir jetzt nicht zwangsläufig mitnehmen. Wenn ich ihn jetzt nochmal auf der Schnelle finde, nehmen wir ihn mit, weil es unser Pferd ist. Aber andererseits, wenn ich jetzt hier stundenlang rumsuchen muss, dann hat das Pferd Pech gehabt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu der Mine. Vielleicht nicht so direkt auf der Straße. Das ist, glaube ich, nicht so der Mega-Vorteil. Also der Kommandeur hat halt den Zettel.
So, ich glaube, hier kann ich das Pferd dann nicht gebrauchen. So, wir gehen mal auf den Felsen. Da müssten wir ja eigentlich einen guten Überblick haben. Ja gut, da kommt es natürlich dann nicht hoch. So, wir müssen uns Überblick verschaffen. Ah, ich muss gedrückt lassen. Ich höre ein Auto. Oh mein Gott, wie soll ich gegen den ankommen? Ja, der Panzer ist nicht so gut auf uns zu sprechen. Ja, wir haben keine Sprengstoffe. Kopfschuss, beide Beine weg. Hat der Glück gehabt. Ja, das geht ja voran. Das ist eine super Sache. Oh Gott. Ja. Ja, wir müssen uns da langsam vorarbeiten. Also wir haben im Endeffekt keine panzerbrechende Munition. Das ist eher ein Problem. Ich weiß nicht, von wo die schießen. Eins ist klar, der Panzer ist nicht so witzig. Ja, 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 ich hänge hier. Ich hänge. Hallo, das ist gemein, das zählt nicht. Das arme Pferd. Oh Gott. Oh Gott, wird das jemals überleben? Oh, ich häng schon wieder. Oh Gott. Ja, das Pferd haben wir jetzt mal da gelassen. Das ist natürlich doof. Hä? So, wir gucken mal. Gegen den Panzer haben die halt, wie gesagt, nichts. Okay, das bringt nichts. Wir brauchen den Gaul, wir müssen rumreiten, wir müssen hier so ein bisschen mal Attacke machen. Ja, den Gaul vergessen wir mal. Wir können hier nicht einfach eine Festung einnehmen. Da war ich zu optimistisch. Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. So, das war schon mal, glaube ich, ein guter Streich. So, der Alarm ist aus, sehr schön. Ach, das ist ein Panzer, was soll ich gegen den anrichten? Ja, viele Möglichkeiten habe ich nicht. Wir wurschteln uns hier so durch. Da sind noch ein paar Waffen. Kann auch nicht schaden. Okay, Alarm konnte der schon mal nicht auslösen. Das ist auch das Letzte, was wir hätten gebrauchen können.